Spricht Ustra, das ist der Zelda Randomizer. Wir sind zurück. Außerdem gibt es noch einige Schätze, die wir uns unter den Nagel reißen wollen. Einer dieser Schätze befindet sich in der Light World. Da gehen wir zuerst hin, weil ich zufälligerweise weiß, erstens, dass wir dort, dass wir da schnell hinkommen. Wenn man den Vogel befreit hätte. Das war ein erwartungsvolles Gesicht, was im Grunde zerstört wurde. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Vielen Dank. Jetzt müssen wir erst nach Kakariko Village. Auch nicht unbedingt was Neues. Und dann werden wir den Vogel befreien. Und dann werden wir hoffnungsvollerweise... wir sollten hier unten lang gehen, das ist definitiv einfacher. Dann steht uns die ganze Welt offen. Die ganze Welt steht, liegt uns dann zu Füßen. I hope so. I hope so, dass ich da nichts anderes noch vergesse. Oh, nice, eine Fee. Ja, wo kommt die denn her? Sag mal. Das hat sich gelohnt zu sprinten. Da oben müssen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. Aber das machen wir dann alles, wenn das soweit ist. Jungs, ihr seid echt unersättlich. Hört auf, mich anzugreifen. Nein. Nein. Hm? Okay. Für den Pilz haben wir ja leider nichts gekriegt, außer Geld. So. Ich schenke mir mal dabei ein bisschen was in mein Gläserlein ein. Das Lied des Reisenden oder was auch immer. Was auch immer die Geschichte dahinter ist. Auf jeden Fall Vogel. Ja, gib alles, Vogel. Lass mich nicht im Stich. Die bösen Männer kommen. Ah! Au. Go, go! Haha, dem habe ich noch gezeigt. Todesberg. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, welche Höhle das war. Ich glaube, das ist direkt die Höhle hier am Anfang. Oder war das die in der Dark World? Light oder Dark World? Das war jetzt die Frage. Ich meine, wir brauchen zumindest keine Sorgen machen. Keine Sorgen machen um das Leben, was wir haben. Aber ich will jetzt auf unnötige Weise nicht nochmal 3000 Mal rumlaufen. Aber ich meine, das ist in der Dark World? Stimmt, oder? Ich meine, wir haben jetzt eine 50-50-Chance. Wir werden mal diese hier nutzen. Ja, das ist hier drin. Das ist hier drin. Natürlich ist das hier drin. Wir brauchen zwei Items hierfür. Den Hammer. Eventuell auch einfach genug Leben, aber wir können auch das Cape nehmen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Das ist natürlich all unser Mana hier aufbraucht. Das heißt, zurück werden wir nicht kommen. Au. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck! Shit. Vögelchen! Gibt es kein Vögelchen in der Welt? Doch. Doch, hier gibt auch ein Vögelchen. Das war fast clever. Machen wir nochmal hier. Okay, das ist besser. Fiedel, Fiedel! Fiedelei! Okay, alles klar, super. Lass uns zuerst mal da hingehen. Tiddle, tiddle, tiddle.
Denn hier gibt es auf jeden Fall etwas, was wir machen können. Nämlich in den Sumpf reinlatschen. Au. Und hier im Sumpf können wir dann, wenn wir wollen, den Dungeon machen. Weil wir dafür die Medaille haben sogar. Können wir da rein? Okay, hi. Blut? Au. Blut. Yay. Yay, mehr Loot! Da, das ist gut, oder nicht? Regen. No, noch ein Häuschen. Vielleicht ist hier auch noch was drin, was wir brauchen können. Wir sollten die mal lieber abchecken. Man weiß ja nie, was einem verwehrt wird. Flügelschnipse. Hey, Baby! Na, ich bin wieder zurück. Hab einen harten Tag gehabt. Was gibt's heute zu essen? Flum, 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 flum. Matsch, matsch, matsch. Ich hoffe, ich habe Gummistiefel an. Hallo? Bla, bla, bla. 20 Rubine. Hat er mir jetzt einen Tipp gegeben? Hab ich den Mann gerade bezahlt, um mir etwas zu erzählen, was ich nicht verstehe? Scheiße. Egal, ich bin reich. Nimm mein Geld. Wirklich. Nicht mal eine Truhe hast du da im Haus. Was ist denn los mit dir? Ich schaue, ob es irgendwas anderes Interessantes in diesem Sumpfchen hier geben könnte. Aber auf Anhieb finde ich erstmal nichts, was meine Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise auf sich lenkt. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach zurück in die Light World, porten uns nochmal woanders hin, gucken, was da so passiert. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht im Kaktus oder so. Anscheinend nein. Aber ich laufe gegen den nächstbesten Kaktus. Vögelchen! Danke! Wir können zur Hexe. Wir können nach Hause. Wir können vor den See. Lass uns das mal machen. Das ist einfach wirklich vor den Tempel hier. Hm. Ich meine, hier kann man doch irgendwie auch zu summen. Oh, hi. Was ist denn los mit euch? Hier kann man doch auch irgendwie da hoch dann, oder nicht? Irgendwie da hoch. Wo dann auch diese Statue... Nein. Nein. Ich will nichts von dir. Wo man dann auch diese Statue da bekommt? Und irgendwie müssen wir doch da hinkommen. Vielleicht sinkt das irgendwie ab, wenn wir von hier aus nochmal in die Dark World gehen. Und wir kommen dann irgendwie von da dahin. Ich kann mir sonst irgendwie nicht vorstellen, wie wir das machen sollen. Vielleicht gibt es hier irgendeine Art Hinweis, wo man sich hinstellen könnte. Ich meine, auf der anderen Seite, wir können hier immer wieder hin und her porten. Geh mal hier hin. Okay, wir sind knapp dran. Aber es ist leider auch da oben drauf. Da kommen wir nicht hin. Anscheinend nein. Das heißt, das muss irgendwie anders funktionieren. Wenn ich nur wüsste, wie. Ich will nicht den Spiegel nutzen, ich will die Flöte nutzen. Dann gehen wir mal nach Stelle 8. Und nehmen gleich mal hier den Teleporter. Wir hätten auch einfach... Wow, shit. Gibt's hier hinten einen eigenen, wo man hier in die Dark World rein kann? Weil normalerweise sollte es hinten irgendwie die Eisstab, den Eisstab geben oder den Feuerstab oder irgendwie sowas.
Ah, wir können auch bei den Holzfällern vorbeigucken, jetzt wo ich das, oh, Vogel ausgewichen, shit. So. Wir können mal bei den Holzfällern gucken. Dann machen wir am besten von hier. Also ich bin gerade mega überfragt. Klar, ich suche gerade eher Schätze, anstatt wirkliche Aufgaben zu erledigen. Sehe ich natürlich ein. Aber gerade irgendwie das ist genau das, was auch gerade jetzt im Moment interessant ist. Weil mit den neuen Möglichkeiten haben wir nun mal jetzt diese Möglichkeit. Und wir müssen natürlich sehen, wir müssen... Jawohl, der Baum ist dicht. Oh, Biene! Wir müssen natürlich jetzt irgendwie weiterkommen. Und sei es hier in diesem Ort. Wo die Vögelschnipsen wohnen. Zuhauf. Feuer oder Eis? Ja, das ist Feuer. Okay. Frage. Können wir jetzt einfach den 7., 6., 5. Dungeon machen? In der Dark World? Welche Nummer hat der? Ihr wisst schon, wer? Der im Wald. Den man nur machen kann, wenn man die Feuerroute hat. Und wir haben gerade die Feuerroute bekommen. Deswegen könnten wir das jetzt machen. Übrigens. So, einmal hier rein. Und das ist Dungeon 3. Okay, dann lass uns mal 2 überspringen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Hat ja doch was gebracht, hin und her zu laufen. Zumindest, um sich an ein paar Dinge wieder zu erinnern. Dann müssen wir nur gucken, dass wir hier von A nach B kommen. Hoppala. Hoppala! Ich meine, klar, wir können natürlich hier noch in den ein oder anderen Dungeon-Eingang rein, um irgendwas in diesen Dungeons zu machen. Aber wenn er mich fragt, ist mir das eigentlich relativ wumpus. Oh yeah, kleine Schlüssel! Was wir hier genau... Wir können da lang. Ich halte den mal lieber fest. Aus diversen Gründen. Können wir dahin? Eher nicht. Da müssen wir wahrscheinlich von hier oben irgendwo runterfallen. Ich meine, wir brauchen ja nicht wir brauchen nicht das Item aus dem Dungeon. Falls es ein Item hat, ist die andere Frage. Wir können mal eben die warum? Ah! Floormaster! Dungeon Master? Floormaster? Oh yay! Nope! Oh, mal eben gucken, was das hier so birgt und bringt. Big Cookie! Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich will kein Hase sein. Oh no, oh no. Oh nein, ich will auch kein Zombiefraß sein. Ich will da lang gehen. Ich weiß, ich scheiße auf alles, was mit meinem Leben zu tun hat. So ist es nun mal. Ich bin ein Held. Ich kann mir nicht über so Kleinigkeiten wie mein eigenes Leben Gedanken machen. Bin für Höheres bestimmt. Okay, keinen Scheiß unter dem Kraut. Magie, nee. Ich meine, wir haben jetzt den großen Schlüssel. Wir können vielleicht zur großen Truhe gehen. Maybe. Schön dich selber getötet, Idiot. Kleiner Schlüssel. Der zweite davon. Brauchen wir das? Ist es nötig? Ich meine, definitiv können wir jetzt das hier machen. Das Geheimnis. Achtung, Spoiler, das hat man noch nie gesehen. Ich meine, zumindest können wir hier noch das eine oder andere zumindest an Zeug holen.
wenn wir das wollen. Wir haben einen Schlüssel dafür. Das ist gut. Da brauchen wir nichts. Bumper, Magie. Ah, Mumie! Und wir können uns einfach hier die kleinen Truhe holen. Wo nichts drin ist, was wir brauchen können. Yay! Außerdem Hase. Au. Außerdem viel Schaden bekommen als Hase. Au. Okay. Dumm. Au, warum habe ich den denn getroffen? What? Können wir bitte damit aufhören? Nice. Und hier müssen wir. Was machen alle Fackeln an, wa? Ja, ist wahrscheinlich. Entschuldigen Sie? Nice. Volle Buddel of Magic. Magic. Die wissen auch mal ganz genau, was abgeht, diese Viecher, ne? Die wissen ganz genau, oh, ich muss jetzt nach unten gehen. Da ist ja dann. Nein. Fackel für dich. Nice. Weitergehen. Und gleich in die erste Mumie reinrennen. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Also wir können den Dungeon erledigen. Und wenn wir das unbedingt wollen, können wir diesen Dungeon fertig machen. Zumindest den Boss erledigen. Was ja auch nicht so. Hör auf damit. Was ja auch nicht so dumm wäre, sagen wir jetzt einfach mal. Ach. Ach. Hör auf. Auch wie ich mein Schwert schwinge, das hat da etwas Mächtiges an sich. Wump, wump, wump. So, dann machen wir mal. Fackel 1, Fackel 2, Fackel 3, Fackel 4. Und weiter geht's. Diesmal nicht an der ersten Mumie sterben. Hase, 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 ouch. Nein! Dieser Wurm hatte keine Macht über mich. Was soll denn das? Ich hasse diesen Dungeon. Hasse den. Greif mich nicht noch einmal an. Niemals wieder. Stranger Danger. Gut. Wiff. Na, yes. Yes. Kein Mann. Keine neue Magie. Das ist seltsam. Sehr gut. Nein. Diesmal gehe ich einfach irgendwo, ist die Hand. Ich gehe nicht in die Richtung. Was ist passiert? Okay. Wir haben noch einen Schlüssel. Nice. Oh, schöner Seitenhieb. Floormaster. Habe ich. Wurm! Ausgewichen. Herz. Das. Dadurch. Hier rein. Loch. Magie. Pfeile. Loch. Boss. Ach, shit. Oh, Doppelshit.
Ah! Komm hier jetzt! Okay, Ende. Okay, den Dungeon an sich haben wir gelöst. Wir haben nicht den Kompass gefunden, nicht die Karte. Falls es ein Item in diesem Dungeon geben sollte, haben wir den auch nicht gefunden. Aber ist völlig egal, denn wir sind einen Schritt weiter. Brauchen wir alle Items? Niemand weiß es. Bla 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 bla. Volles Mana, volles Leben. Jetzt raus hier. Okay. Also ich meine, wenn wir jetzt noch zur großen Kiste gehen könnten. Ich meine, schaden wird's ja nicht, oder? So, für die letzten paar Sekunden dieser Folge. Wir gucken mal, was hier drin ist. Huh? Oh, Floormaster. Chill mal ein bisschen. Blutling. Ich meine, da ist noch eine Tür, die wir aufmachen können. Ich meine, es gibt noch so viele Türen, die wir hier nicht geöffnet haben. Ja, die allen Anschein nach auch noch nicht so richtig was Brauchbares hervorgerufen haben. Kann ich mich hier mit einer Bombe rüber? Ich habe das schon mal gesehen. Ah, fuck. Wir versuchen das mal. Oh, nicht so unbedingt. Mit der Explosion der Bombe werden wir uns jetzt darüber befördern. Meine Fresse! Ja, könnte funktionieren, kann ich aber nicht. Okay, haben wir gelernt. Hat er nichts gelernt. Jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen ja wieder rein, müssen ja da rum, und dann müssen wir da raus und dann müssen wir auf der anderen Seite raus. Und eigentlich müssen wir noch so ein Stern-Ding aktivieren. Ach, das ist das Problem. Aha, jetzt sehe ich das erst. Warum wir da nicht durch die Tür... Die Tür ist uns völlig egal, da ist nicht mal eine große Kiste hinter. Wir wissen, wo die große Kiste ist. In der wahrscheinlich nur ein Kompass drin ist oder so ein Blödsinn. Machen wir das jetzt noch? Ich weiß es wirklich nicht. Es ist wirklich so dieses... Lass uns mal hier reinspringen. Okay. Bombe nehme ich mit. Magie brauchen wir nicht. Da ist auch nichts drin. Das interessiert mich nicht, sagen wir mal so. Gut, kleiner Schlüssel. Irgendein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Wieder eine Truhe. Der Kompass. Wir haben immer noch Schlüssel. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, oder? Ich bin mir sicher, wir können das bestimmt irgendwie machen, dass man darüber kommt. Kann ich die jetzt ziehen? Na, ist egal. Jetzt haben wir wieder das Gepiep am Hirn. Irgendwie müssen wir zu dieser Kiste... okay, ich weiß nicht, wo du reingefallen bist. Das ändert nichts an den Löchern hier, okay. Und das ist hier drüber. Es ist aber nicht da. Oder doch? Nein, weil das wirft mich ganz woanders hin. Hier ist aber ein Loch. Maybe. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Okay. Da ist ein Hebel. Vielleicht sollten wir den Hebel benutzen. Oh, cool. Die Karte. Okay. Ich glaube, wir haben alles, was man in diesem Dungeon irgendwie vielleicht... Nein, och.
in diesem Dungeon eventuell vielleicht gebrauchen hätte. Vielleicht, vielleicht? Maybe? Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Hallo? Oh, Kiste. Holy shit! Kleiner Schlüssel. Was ist mit diesem Dungeon los? Ich hab hier noch nie so viele Schlüssel gebraucht. Wir müssen irgendwas öffnen. Okay. Oder vielleicht alle Gegner töten. Ich finde auch gar kein Ende gerade für diese... Oh, fuck. Geil. Ich finde gerade nicht so wirklich ein Ende für diese Folge. Auf. Hm. Oh, das ist Ding nur one way. Dieses Teil. Und man würde wieder hier rauskommen, wenn man irgendwo Scheiße baut. Könnte sein, oder? Und wir haben jetzt noch einen kleinen Schlüssel für diesen Dungeon, der mir... Ich meine, der eine war schon nichts sagen. Was machen wir jetzt mit dem zweiten? Völlig egal, wir haben genug für diese Folge Zelda Randomizer. Ist zumindest meine Meinung. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge. Wenn ja, dann schaltet doch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, hier spricht Ustra. Mehr habe ich nicht zu sagen. Bis dahin, ciao.